Einer der schnellsten Rücksetzer und einer der schnellsten Wiedererholungen. Das ist das, was der Markt uns aktuell offensichtlich zu bieten bereit ist. Das ist das Thema, was ich heute Abend hatte bei Shimizu-san im japanischen Fernsehen. Allerdings, da wir ja noch immer von zu Hause aus arbeiten müssen, sprich ich einfach nur per Video zugeschaltet habe, konnte ich jetzt in dem Fall dann entsprechend nicht Videomaterial von dort bringen. So leid es mir tut, aber die besten Grüße natürlich hier aus Japan. Aber wenn wir uns den Chart mal angucken, was ja auch mitunter nicht das Schlechteste ist, dann sehen wir schon, dass wir eigentlich mit dem Dow Jones, mit dem Index, so wie wir ihn hier sehen, nach dem starken Rücksetzer, dass wir einen wunderschönen Anstieg haben, da wo er eigentlich hingehört, nämlich nach oben in diese typische Zone, noch nicht ganz. Also er läuft jetzt hier so seitlich, jetzt so halbwegs hier rein in dieses, was ich hier mit blau gekennzeichnet habe, wo wir davon ausgehen können, dass das sehr typisch ist. Mit der Chance, dass es sogar noch weiter nach oben geht. Ich sage mal Zone 25.000, Zone ist gut, Bereich 25.000 wäre alles andere als eigenartig. Und tatsächlich mutet das, was wir sehen, ja auch auf den kleineren Ebenen. Ich betone das ja immer so, ich weiß, es ist schon fast langweilig, mir zuzuhören. Ich hoffe, es ist nur fast langweilig, aber wir haben Schub nach oben und wir haben was Wackeliges nach unten. Das ist zum Beispiel im Stundenchart gewesen. Wir haben hier im 15 Minuten auf der kleineren Ebene ebenfalls. Also, wenn man sich hier nur dieses hintere Ende hier quasi anguckt, Schub nach oben und jetzt wackelig nach unten. Also das Bild ist auf verschiedenen Ebenen sehr ähnlich. Und deshalb ist es durchaus spannend, jetzt hier nach Einstiegstriggern zu suchen. Wichtig ist, nicht nur, weil das so aussieht, dann zu sagen, blindlings, ich kann jetzt kaufen, da passiert gar nichts. Nein, schon davon auszugehen, vorsichtig, aber ich sag mal so Zwischenhochs, wo wir jetzt im Moment gerade dran sind. Oder von mir aus auch so eine Marke hier. Oder aber vielleicht noch eine Ebene kleiner zu gehen, wer eben kann und mag, wenn das Ganze dann theoretisch so aussieht. Ich pflanze das hier mal so eben oben drauf. Wenn das so aussieht, das kann theoretisch ab sofort dann passieren, dann hat man hier die Möglichkeit, nochmal in dieser Trendrichtung mit dabei zu sein. Also im Trend zu agieren, aber diesen Gegentrend, dieses Wackelige, diesen Countertrend dann eben abzuwarten. Das haben wir ja immer wieder, das haben wir im ganz großen Bild hier immer wieder zwischendurch. Man sieht das hier, Schub in die eine, wackelig runter. Also das ist kein Prinzip, was es nur auf einer bestimmten Zeitebene gibt, sondern man kann wirklich sagen, egal, wo man das sieht, ob man sich als Investor fühlt und sagt, ich behalte das Zeug auch eine Weile oder ob man sagt, zack, zack, rein und raus heute Abend, da will ich nichts mehr im Depot haben. Ich bin nur rein intraday unterwegs. Das Prinzip bleibt das gleiche, aktuell mit der Ausrichtung nach oben. Wird das ewig so gehen? Nicht notwendigerweise. Tatsächlich ist die Erwartungshaltung, die ich habe, dass der Markt so langsam, aber sicher, zumindest mal, weil er das Zielgebiet ja schon erreicht hat, wenn auch noch recht harmlos, aber das Zielgebiet erreicht hat, dass wir eben auch uns einplanen müssen, es kann dann wieder drehen, denn man sieht hier nochmal die Zeichnung, die ich hier schon mal gemacht habe, nochmal runter wäre alles andere absonderlich, nämlich Schub hoch, A, B, C irgendwie in die Richtung und später nochmal runter. Wo ich noch nicht wirklich sicher bin, ich meine, wo bin ich schon sicher, aber weil es so schnell passiert, wird es so kommen und anschließend runterkommen oder wird es irgendwie sowas werden, dass man hier irgendwie sowas bekommt und dann anschließend erst nach unten. Ich weiß es nicht. Also der Unterschied ist nicht im Ergebnis. In beiden Fällen geht es nach unten, nicht jetzt an der unterschiedlichen Länge jetzt hier aufhalten. Der einzige Unterschied ist der, hier haben wir eine etwas längere Dauer, bis dann der nächste Abverkauf kommt. Hier wären wir vielleicht schon relativ bald, denn aktuell stehen wir, wenn wir das hier mal so betrachten, ja schon etwa hier. Das muss ich gestehen, weiß ich auch nicht. Wie kann man das gegebenenfalls erkennen? Ja, hoffentlich daran, dass man eben sieht, wo sind die Bewegungsrichtung und wo sind die Gegenbewegungsrichtungen. Wenn wir das hier irgendwann mal sehen, dann wäre das ebenfalls ein Indiz. Und natürlich sowas wie Zwischentrigger gelten natürlich auch auf der Abwärtsseite im großen Bild, um dann gegebenenfalls dann reinzukommen, wenn es passiert. So, ich hoffe, dass ich mit meiner Skizze jetzt nicht mehr Verwirrung gestiftet habe als sinnvolle Anregung. Ich hoffe, dass es ein bisschen hilfreich ist. Wer mehr Hilfreiches will, beim Trade des Tages, da geben wir immer wieder einzelne Trading-Ideen an. Wer sagt, ich möchte noch ein bisschen mehr Begleitung, noch viel mehr dieser Erklärungen zeitnah an verschiedenen Märkten, in verschiedenen Situationen und wie stoppe ich das Ganze, der ist beim Trade to Go möglicherweise gut aufgestellt. Wir haben hier einen Link noch mit dazu gegeben. Also wer mag, ist es kostenfrei, darf sich da gerne zu anmelden und bekommt dann solche Informationen zusätzlich zu dieser hier auch nochmal aufs Handy. Also ich spam euch alle zu, in der Hoffnung, dass es wertvoll ist. In diesem Sinne für heute erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.